Ja, Sophia Salla, der T3-Triathlon ist kein unbekannter für dich. Du bist letztes Jahr schon hier gewesen, bist Zweite geworden. Mit welchen Erinnerungen kommst du nach Düsseldorf? Ja, nein, guten nur, soweit ich weiß. Also letztes Jahr, es hat wirklich Spaß gemacht und ich bin 3 Jahre, vor 3 Jahren glaube ich auch schon mal hier gestartet. Und es ist irgendwie, es hat was. Es ist nicht ein normaler Triathlon, sondern man ist irgendwie so in der Stadt drin und es macht immer echt Spaß. Deine Zeit war knapp unter einer Stunde. Wie sind die Ziele für dieses Jahr? Zeit kann man immer nicht so sagen. Dadurch, dass sich die Strecken dieses Jahr auch geändert haben, kann man es so nicht eins zu eins vergleichen. Ja, es ist relativ zu den anderen Leuten. Ich hoffe, dass ich, im Endeffekt hoffe ich, dass es einfach gut läuft und dass ich meine Schwimmarme und meine Laufbeine habe und beim Radfahren gut mithalten kann. Du bist dann auch als amtierende deutsche Meisterin hier. Ist das auch das Ziel, den Titel zu verteidigen? Natürlich ist es immer das Ziel. Wenn man eine deutsche Meisterschaft anreist, dann sollte das schon auch ein Ziel sein. Mal sehen, ich weiß, dass die anderen deutschen Mädels auch alle gut trainiert haben und extrem stark sind und es auch dieses Jahr für uns teilweise echt gut lief. Und ja, ich bin gespannt, freue mich drauf. Wer sind denn so deine größten Konkurrentinnen dann am Sonntag? Natürlich Anne Haug, wobei die auch bei mir im Bundesliga-Team ist, also ist es einerseits Konkurrentin, andererseits Teammitglied. Dann Rebecca Rubisch, Hanna Philippin, Laura Lindemann und Anja Knapp, wenn sie einen guten Tag hat. Was ist denn so deine Lieblingsdisziplin, beziehungsweise wo sagst du, oh, das ist so meine Schwächste? Ich komme eigentlich vom Schwimmen, also müsste ich eigentlich sagen, dass Schwimmen meine beste Disziplin und das ist. Aber ich würde eher sagen, dass das Laufen inzwischen eigentlich zu meiner stärksten Disziplin geworden ist. Und das Schwimmen immer so ist, das Schwimmen im Endeffekt entscheidet, in welcher Radgruppe ich sitze. Und wenn die Radgruppe stimmt, dann weiß ich, dass ich da was machen kann. Und deswegen ist das Schwimmen, ja, es ist dieses Jahr besser geworden und ich hoffe, dass es auch noch ein Stückchen besser wird. Aber ja, also. Schauen wir dann, wie es beim Schwimmen wird. Das wird also so ein bisschen den Ausschlag geben. Du bist oder lebst in Oxford, studierst da auch noch Mathematik, beziehungsweise bist gerade fertig geworden. Wie hast du das mit dem Triathlon in den letzten Jahren alles so unter einen Hut gekriegt? Ja, das frage ich mich manchmal selber. es ist im Endeffekt das Mathematikstudium, aus meinen Erfahrungen heraus, ist es nicht ein Studium, wo du den ganzen Tag am Schreibtisch oder im Labor verbringst, sondern es ist viel einfach. Also wir bekommen so Problem Sheets, die wir jede Woche dann immer abgeben müssen. Und es hat viel damit zu tun, die Sachen auch mal mit wegzunehmen oder mal wegzugehen. Also mir ist es schon öfters passiert, dass ich dann auch im Training plötzlich irgendwie eine Idee für, also für meine Masterarbeit war es so, dass ich plötzlich die Idee für einen Beweis hatte, den ich noch unbedingt gebraucht habe. Und so ist es mehr ein, ich habe versucht, die beiden zu verbinden, anstatt so ungefähr die nebeneinander herlaufen zu lassen. Und also ich brauche das Abschalten von der Uni, aber ich brauche auch das Abschalten vom Sport, weil wenn ich nur an den Sport denke und immer so ungefähr, wie lief jetzt die Trainingseinheit, wann ist die nächste Trainingseinheit, dann könnte ich nicht richtig, also da überarbeite ich dann alles und mache mir zu viele Gedanken drum und ja, ich brauche den Abstand von beiden manchmal. Das scheint ganz gut geklappt zu haben. Du bist Bis jetzt, ja. U23 Weltmeisterin amtierende und amtierende deutsche Meisterin. Wie sieht es denn in den nächsten Jahren aus? Wie sind so deine Ziele? Also ich habe jetzt ein Angebot für ein PhD, also ein Doktorstudium in Oxford und hoffe, dass ich dadurch ein bisschen mehr Flexibilität bekomme, weil das war das Problem so in den letzten Jahren, dass ich eben während den Termzeiten schon in Oxford sein musste und da maximal so ungefähr ein Wochenende in Südafrika ging. Aber ich hoffe, dass ich jetzt einfach auch mal mehr in Trainingslager fahren kann. Also dieses Jahr war ich vor Weihnachten einmal 2 Wochen und dann Ostern nochmal 2 Wochen. Und ja, ich hoffe, dass ich einfach den Spaß am Sport nicht verliere. Und ja, im Endeffekt schaue ich, dass ich jeden Tag mein Bestes gebe, um jeden Tag ein Stückchen besser zu sein. Und ich hoffe, dass das, ja, Dass das weiter klappt. geht, ja. Jetzt ist Trainingslager ist eine ganz wäre gut, wenn das klappt, denn nächstes Jahr ist ja dann auch Rio 2016. Ist das ein großes Ziel für dich? Olympia ist auf jeden Fall ein Ziel für mich und meine Mutter war bei den Winterolympischen Spielen 1980 dabei und deswegen ist es sowas, ja,
ist natürlich, jeder Sportler strebt dahin und will da gern mal dabei sein. Ob es jetzt schon nächstes Jahr ist, werden wir sehen. Ich werde mein Bestes geben, werde schauen, dass ich am Ende damit zufrieden bin, was ich gegeben habe. Wenn die anderen besser sind, dann sind die anderen besser. Muss ich auch damit zufrieden oder okay sein. Aber ja, hoffentlich darf ich mal dabei sein. Das ist ja auch das Motto von Olympia, dabei sein. Ja. Ist alles natürlich, ist es am schönsten, wenn man dann noch was gewinnt. Sophia Saller, vielen Dank fürs Gespräch, viel Erfolg für Sonntag und dann natürlich auch für die Zukunft. Danke.